So, ich habe es angedroht, ich habe es versprochen. Buschi TV ist wieder da. Und es gibt diese fantastische Partnerschaft mit Zürich Versicherung. Ihr habt das wahrscheinlich schon in den letzten Tagen und Wochen mitbekommen. Wir widmen uns wieder Sportlern und Sportarten. Jules Oelze, als ich das gehört habe, den besuche ich mal. Gedacht, irgendwo den Namen habe ich schon mal gehört. Ist ein Schwimmer, ist ein Turner. Nein, Kanusportler. Europameister, Weltmeister, im Zweier-Kanadier, über 1000 Meter jeweils. Erstmal schön, dass du da bist und jetzt wirst du gelöchert. Geil. Buschi TV bedeutet, wir erfahren viel über Sportler. Ja. Bei dir, und das ist überhaupt nicht despektierlich gemeint, müssen wir vielleicht ein bisschen über die Sportart erfahren. Ich habe gerade schon gesagt, wir haben ja diese wunderschönen Drehs gehabt. Ich habe mal versucht, Kanu zu fahren, das ist nicht ganz so einfach. Was macht, wenn du es in 3, 4, 5 Sätzen beschreiben sollst, den Kanusport, vielleicht auch Kanadier im Speziellen aus? Es ist halt eine Sportart, in der man ganz schnell von A nach B fahren muss. Wenn man es denn kann. Ja. Und wenn es dabei auch noch cool aussieht, ist alles schick. Ja, aber am Ende, jetzt stell dein Licht mal nicht unter den Scheffel. Ich habe gerade gesagt, ihr seid Europameister, Weltmeister. Ihr habt Tokio vor der Brust. Ihr wollt nächstes Jahr Olympiagold gewinnen. Das ist schon auch mit verdammt viel harter Arbeit verbunden. Also wir trainieren halt jeden Tag unsere 4, 5 Stunden. Jeden Tag? Ja, legen da viel nach aus, quälen uns, weil unser Sportler, das ist auch so ein Leitsatz, gewinnt halt am Ende der, der am längsten die meisten Schmerzen ertragen kann. Mhm. Und das ist wirklich so. Ich hatte schon sehr, sehr schmerzhafte Rennen. Mhm. Aber das Ding ist, wenn das alles gut läuft, dann verpuffen die auch wieder. Also das ist so ein Geben und Nehmen mit dem Schmerz. Ich kann es nachempfinden, wie mehrere Kilometer im einer Kanadier gefahren. Das war so erbärmlich. Ich kann nur sagen, guckt es euch noch mal an. Ist ja bei mir auf den Seiten oder bei Zürich Versicherung zu sehen. Ich bin ja nicht ganz unsportlich. Warum hat man als normaler Mensch keine Chance, innerhalb von, sagen wir mal, 2, 3, 4 Stunden da auch nur 10 Meter zurückzulegen? Weil das eine Sache der Übung ist, eine Sache des Automatisierens ist. Man kann ja auch nicht sofort Auto fahren. Mhm. Ist man erst mal hektisch, man verschaltet sich, man säuft ab. Ungefähr so kann man das hier auch noch vorstellen, nur dass halt die Muskeln viel langsamer lernen als der Geist. Du sprichst immer von Steuerung. Ne? Ja. Also Kopf ist ja generell wichtig, ne? Dass der Körper das macht, was der Kopf sagt. Ja. Ich fand das unglaublich schwierig und wie gesagt, ich bin jetzt kein Monsterathlet, ich bin ja auch Gammelfleisch, ein alter Sack, aber ich habe gedacht, okay, mich da reinhocken, auch in dieser etwas ungewohnten Körperposition und dann 20, 30 Meter fahren, kann so schwierig nicht sein. Ist es dieses Abgerundete des Bootes, ist es, weil es so schmal ist, warum? Keine Chance. Ja, das ist, wie gesagt, ich habe Jahre gebraucht, um das so zu lernen. Also 3 Jahre, bis ich erstmal nicht wirklich absichtlich reingefallen bin. Und dann bin ich ja von Boot zu Boot zu Boot immer schmaler geworden. Und das war ein Prozess von Jahren. Mhm. Und das ist bei jedem Sportler so. Es gibt keinen Sportler, der sofort eingestiegen ist und konnte das. Mhm. Das ist nicht möglich, weil die Muskulatur das gar nicht, die weiß doch gar nicht, was sie machen soll. Sie weiß gar nicht, was muss ich jetzt machen, damit ich das Boot stabilisiere, damit ich meinen Körper stabilisiere. Das muss man halt über Jahre beibringen. Also mir ist aufgefallen, ich war ja ganz weit davon entfernt, überhaupt mal stabil zu sein. Aber dann, wenn man denkt, oh ja, wenn ich jetzt das Paddel so ein bisschen seitlich nehme, so ein bisschen stabilisiere, dann geht's. Also A, geht's nicht. Und B, in dem Moment, wo das Paddel hochgeht, ist alles wieder verpufft. Das ist ja diese 3-Punkt-Theorie. Das ist ja 1, 2, 3. Und wenn halt bloß noch 2 Punkte da sind, dann fällt man halt um. Wenn man halt das Gleichgewicht nicht hat. Ja. Also wie gesagt, wer das sehen möchte, es ist im Netz zu finden. Ja? Das Netz vergisst nichts. Du hast gesagt, 4, 5 Stunden pro Tag Training. Das heißt auch im Privatleben Entbehrung, oder? Ja, das stimmt schon. Aber ich bin der Meinung, für große Ziele, für auch unnormale Ziele, weil das ist ja kein Ziel eines Normalsterblichen, würde ich es jetzt mal nennen, muss man halt auch andere Sachen in Kauf nehmen und andere Sachen machen, um das zu erreichen. Mhm. Das ist jetzt, ja, das ist. Aber jetzt bin ich böse. Warum dann ausgerechnet Kanusport und Kanadier fahren? Also, wie kommt man da drauf? Es ist ja an sich ganz einfach. Welches Kind fängt denn an mit 3 Jahren und sagt, ey, ich werde damit reich? Das gibt's nicht. Wird es kein Kind geben. Ich habe damals angefangen, diesen Sport mit 3, weil ich sehr viel Energie hatte und meine Eltern nicht wussten, was sie machen sollten.
So, haben gesagt, hier Sport. Habe ich erstmal alles durchprobiert. Jede mögliche Ballsportart, Mannschaftssportart war dann nicht so cool. War damals noch nicht so affin für das alles. Und habe mich dann zum Schwimmen geschickt. Und da hat man dann gemerkt, oh, der Kleine, der ist sportlich, da kann was draus werden. War auch im Schwimmen gar nicht so schlecht. Aber musste dann durch eine Verletzung, und weil ich dann auch ehrlich gesagt keinen Bock mehr auf Schwimmen hatte, weil nur Kacheln-Zählen waren auch nicht mehr meins, habe ich das dann beendet in der 6. Klasse mit 12 Jahren. Und dann habe ich damals meine damalige Schwimmtrainerin von Dagmar Hase zum Kanu-Rennsport empfohlen. Die Dagmar Hase. Die Dagmar Hase. Ich sage nur, 1994 Schwimm-WM Rom. Dagmar Hase holt den letzten Startplatz fürs Finale über 200 Meter, verzichtet, und Franzi van Almsick holt ihren großen Triumph. Die Dagmar Hase, von der Die Dagmar Hase, die mich auch mal mit Badelatschen beworfen hat, weil ich beschissen habe. Was? Mit Badelatschen? Ja. Und sie hat sie geworfen in einer Akribie, das glaubt man nicht. So, aber jetzt weiter. So. Ja. Dann bin ich zum Kanu-Rennsport empfohlen worden. Hab da eher mehr oder minder einfach nur diesen Sport gewählt, um auf dem Sportgymnasium bleiben zu können. Mhm. Weil ich jetzt schon eine gewisse Grundathletik hatte und meine ganzen Freunde, also viele Freunde damals auch da waren. Und bin dann da halt geblieben, ja. Und irgendwann wurde ich dann wirklich ganz schön erfolgreich. Mhm. Ist das eine Triebfeder, auch wenn man merkt, das ist ein Sport, den kann ich einfach vom Naturell her relativ schnell besser als andere? Dass man sagt, okay, da kann ich große Erfolge feiern, vielleicht anders als in anderen Sportarten. Nee, weil bei mir hat es erst sehr spät gezündet. Aha. Also ich war sehr lange ziemlich schlecht. Ah. Also es ist wirklich Jugendalter, Schüler-A-Alter, im Juniorenalter hat es irgendwann angefangen, dass man so die leiseste Ahnung haben könnte, oh, der könnte vielleicht doch was können. Bin ich ja ein Junioren-Vizweltmeister geworden mit 18 und bin dann in die Männerklasse gekommen. Und da im ersten Jahr war es auch noch ein bisschen, weil Männerklasse ist noch was anderes. Aber ab 2014 ging es dann richtig ab. Immer Nationalmannschaft dabei, große, schöne Erfolge gefeiert. Ja, und dann baut man halt nach und nach darauf alles auf. Du hast mir aber im Vorgespräch erzählt, dass das nicht, also du hast gerade gesagt, ab 2014 immer Nationalmannschaft etc. Du hast aber auch gesagt, es gab da auch schwierige Phasen. Also es ist nicht immer so gegangen. Und wenn wir sagen 2017, 2018, Europameister, Weltmeister im Zweier-Kanadier, es waren auch die Jahre 15, 16, die nicht so einfach waren. Was war da? Es ist halt so, ich denke, man kann jeden Sportler fragen, der ganz oben steht. Es gibt keinen, der keine Geschichte hat. Das finde ich zum Beispiel so interessant an all den Sportlern. Jeder hat irgendwo seine Geschichte. Mhm. Jeder hat irgendwo mal richtig eins in die Fresse bekommen. Mhm. Und das habe ich halt 2016, 2015 so ein bisschen, aber 2016 war... Weil du nicht bei den Olympischen Spielen dabei warst? Ich wurde halt nicht qualifiziert. Ja, es gab sportpolitische Regelungen, die nicht für mich waren. Mhm. Und dadurch wurde ich dann ja, nicht mehr in Betracht gezogen. Mhm. Und der Qualifikationsmodus war auch wirklich sehr, sehr schwer und hatte halt keine Möglichkeit, mich denn da wirklich zu beweisen. Und war dann, nachdem diese Qualifikation auch so schlecht gelaufen ist, in den weiteren Qualifikationen so schlecht, dass ich dafür auch nicht mehr in Betracht gezogen wurde, obwohl ich halt eigentlich die Leistung gehabt hätte. Und also das ist schon ein Stachel, der immer noch sitzt, ne? Das ist ein Stachel, der immer noch sitzt. Ich weiß ja nicht, was passiert wäre, wenn... Das weiß man nie. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin dankbar für das, wie es jetzt ist. Mhm. Aber es ist schon... Es ist im Kopf. Mhm. Aber es stört mich nicht mehr. Aber man kann ja theoretisch, wenn man sich vielleicht ungerecht behandelt fühlt, wenn man ein erstes großes Ziel nicht verwirklichen kann, darf, kann man auch in den Sack hauen und kann sagen, ihr könnt mich alle mal, jetzt mache ich was anderes. Reich werde ich mit dem Sport sowieso nicht, also blas mir mal einen Schuh auf, ich gehe Beachvolleyball spielen und mal gucken. Warum hast du dann gesagt, jetzt erst recht? Ja, das Ding ist halt, ich stand ja 2016 auch so vor so einem Scheidepunkt, weil auch mein damaliger Trainer mich hat fallen lassen. Und da habe ich halt gedacht, so entweder höre ich jetzt konsequent auf oder ich ziehe konsequent meinen Weg durch. Mhm. Das habe ich dann auch gemacht. Ich habe dann einen neuen Trainer an meine Seite gestellt bekommen, wo ich dann auch gesagt habe, ich werde jetzt hier meinen Weg gehen. Das ist für einen Trainer auch nicht unbedingt einfach, ne? Nein, aber ich kannte diesen Trainer auch schon von früher und er hat auch gesagt, er vertraut mir da und er übernimmt mich dann da auch und hilft mir. Und das hat dann soweit auch echt gut funktioniert, sodass ich dann halt wirklich meinen Weg gehen konnte. Und damit wurde ich halt sehr, sehr glücklich, weil ich halt mich komplett entfalten konnte. Mhm. Ich konnte probieren, ich konnte experimentieren, ich konnte Sachen testen, Sachen machen, auf die ich Lust hatte, meine ganzen Sportarten, die ich nebenbei teste. Und das hat mich alles nach vorne gebracht. Nicht nur körperlich, aber halt so. Nicht nur körperlich, sondern auch geistig. Mhm. So. Wie kommt man dazu, den richtigen Partner zu finden im Zweier-Kanadier? Das ist allein schon schwierig. Zu zweit muss man ja aufeinander abgestimmt sein. Das muss ja wirklich perfekt miteinander funktionieren. Wie findet man sich da?
Das ist auch eine Geschichte, da könnte ich jetzt auch ewig ausufern. Mein Partner und ich, wir haben ja 2015 schon miteinander gesprochen, dass wir eventuell zusammenfahren wollen. Da sind wir schon mal eingestiegen, habe mich aber dann dagegen entschieden aus damaligen Trainergründen. Und haben dann aber gesagt, ja, wenn 2016 halt nicht funktioniert, wie wir uns das beide vorstellen, dann steigen wir 2017 ein. Aber wenn es denn funktioniert, schickt er mir eine Rechnung über 20.000 Euro über die Olympiaprämie. Da gibt es auch ein geiles Bild, wie nach dem ersten Weltcup, wo wir uns qualifiziert haben, drückt er mich an sich ran und sagt so, Rechnung kommt. So, okay. Aber ihr passt physisch passt ihr nicht wirklich zusammen. Du bist einen guten 1,90 Meter, hast 95 Kilo. Ja. Er ist 1,76 Meter und hat 70 Kilo. Ja. Wie geht denn das? Ja, das ist, also er ist halt wirklich ein sehr akribischer, perfektionistischer Mensch, was uns auch wirklich gut nach vorne gebracht hat. Er ist sehr technikversiert, hat auch dadurch einen sehr guten Technik-Kraft-Komplex und ich bin halt mehr so der Kraftversierte. Ich mache halt alles über meine Körperlichkeit, über meine körperlichen Fähigkeiten. Und das passt halt wirklich gut zusammen, weil wir uns beide einfach perfekt aneinander anpassen. Es bringt halt nichts, wenn zwei Einzelne in diesem Boot zusammen versuchen, schnell zu fahren. Die müssen halt zusammenfahren. Und das können wir halt sehr gut, weil wir wirklich jede Fahrt auswerten, jedes Rennen auswerten und versuchen wirklich jede Fahrt perfekt zu machen. Wie viel muss man gemeinsam trainieren? Wie viel passiert allein, dass man allein hier da hinten, wir sind übrigens in Kienbaum gerade, Olympiastützpunkt. Wie viel macht man allein, wie viel mit dem Partner? Kommt immer auf das Team drauf an, aber bei uns jetzt direkt weniger als man denkt, weil wir wirklich sehr ökonomisch sind, sehr gut zusammenpassen. Dadurch müssen wir gar nicht so viel im Zweier trainieren, weil es läuft sehr schnell, sehr gut. Da haben wir mehr Zeit, uns um unsere individuelle Stärken zu kümmern, um uns dann dort zu verbessern. Weil je stärker wir im Einer sind, desto stärker sind wir auch zusammen im Zweier. Wenn wir einfach mal ganz optimistisch sind und sagen, das haut hin mit einer Medaille, vielleicht sogar Gold in Tokio. Und dann? Danach? Na gut, ist ja mal, ich habe große Hoffnungen in die Olympischen Spiele. Ich denke mal, da will jeder hin. Das ist so jedem Sportler das Ziel. Mhm. Auf jeden Fall werde ich danach dann erstmal etwas ruhiger treten. Mhm. Werde meinem Körper erstmal die Ruhe auch gönnen, die er dann wahrscheinlich braucht. Weil ich merke es nach jeder Saison, dass der Körper sich alles zurückholt, was man ihm abverlangt. Er schreibt die Rechnung auf jeden Fall. Werde dann erstmal, wie gesagt, Ruhe machen. Werde mich dann vielleicht auch um ein paar private Projekte kümmern, die ich so im Kopf habe. Da habe ich ein, zwei Sachen. Mhm. Im Kopf, die ich mal angehen möchte, wo ich mal auch ein bisschen mehr Zeit investieren möchte, was denn sportlich danach weiter passiert, wie es meinem Körper geht, werde ich dann auch sehen, weil ich habe auch ein paar Schulterbeschwerden, die will ich auf jeden Fall auch erstmal 100%ig auskurieren lassen, weil das rächt sich später im Alter und das sind erstmal so die Ziele. Also ich wollte dich da jetzt auch nicht irgendwie in Richtung Rücktritt drücken oder so, aber es ist ja so, wenn du Olympiasieger über 100 Meter wärst in der Leichtathletik, als Deutscher, bist du danach im Normalfall ein gemachter Mann. Mhm. Weil dir rennen die Firmen die Bude ein, du kriegst Werbeverträge ohne Ende, du bekommst für Auftritte bei Leichtathletik-Sportfesten Antrittsgagen bis Meppen Ost. Davon habe ich jetzt im Kanusport in Deutschland noch nichts gehört, dass sowas möglich ist nach Olympiasiegen. Wie frustrierend ist das, dass man den dicken Toto mit der Geschichte nicht machen kann? Ich muss ganz ehrlich sagen, es sind ja nicht die Gründe, aus denen ich den Sport angefangen habe. Ich habe mit diesem Sport angefangen, weil ich wirklich Sport liebe. Alles am Sport. Das ist meine Passion, würde ich jetzt mal sagen. Und ich muss sagen, ich habe mir diese Frage auch gestellt, eine Zeit lang, wo ich wirklich sehr erfolgreich geworden bin, wo ich mich auch gefragt habe, ist schon ein bisschen ungerecht. Und ich muss sagen, ja, ich kann jetzt hier sitzen und rumjammern oder ich mache was dagegen. Und darum habe ich mich dann entschlossen, dagegen etwas zu tun, was zu unternehmen. Und habe dann gesagt, ja, dann muss ich mich halt selber um mein Marketing kümmern, um meine Promotion kümmern, um alles Mögliche kümmern. Und ich muss ganz ehrlich sagen, wenn man da sich auch da ein bisschen den Arsch aufreißt, sag ich jetzt mal auf Deutsch, dann läuft das auch dort deutlich besser. Aber ist das nicht unfair, dass du in diesen Sportarten, da gibt es ja einige andere auch noch, dich dann selbst kümmern musst? Und es gibt ja Unterstützung auch von Unternehmen. Es gibt ja wirklich, nehmen wir jetzt einfach an dieser Stelle auch mal Zürich Versicherung, die auch dieses gemeinsame Projekt da gemacht haben, die für euch Olympiasportler da sind, die euch unterstützen. Aber in anderen Sportarten ist das so, da spielst du in der dritten Liga und bist von internationaler Spitze meilenweit entfernt und hast ein sehr, sehr gutes Auskommen. Also ich rede über Fußball. Ja? Habe ich verstanden. Ja. Ja, in der dritten Basketballliga gibt es auch nicht so viel. Ja. Aber im Fußball zum Beispiel, da ist das so. Ist es manchmal, du sagst, klar, man muss das selbst in die Hand nehmen. Aber wenn man es vergleicht
Und das geht ja gar nicht gegen Fußballer oder so. Aber denkt man da nicht manchmal, hey, wir haben ja einen Aufwand, das ist unfassbar und da. Dann stelle ich mal eine andere Frage. Ist es unfair, dass ein Fußballer 60 Kilo wiegt und so dünn ist und dass ich so aussehe, wie ich aussehe? Mhm. Das ist eine Sache, die kann man sich mit Geld nicht kaufen. Das ist auch harte Arbeit. Mhm. Und da bin ich stolz drauf. Es gibt halt Werte, die kann man dann noch vergleichen. Klar, der Fußballer verdient mehr Geld. Aber sind die deswegen glücklicher? Also, keine Ahnung. Nee, Geld macht nicht glücklich. Ganz genau. Und ich muss halt ganz ehrlich sagen, die Erfahrung, die ich im Kanu-Rennsport gemacht habe, Wettkämpfe, Menschen, Situationen, hätte ich die im Fußball gemacht, weiß ich nicht. Mhm. Und es ist ja auch, das muss man halt auch dazu sagen, es ist einfacher, bei 1.000 Menschen der Erste zu sein, als bei 10.000 Menschen der Erste zu sein. Und dass Fußball nun mal extrem eine breite Masse hat, das ist, darum ist es ja auch so populär und so erfolgreich. Das ist ja bei uns schwierig. Sehr differenzierte Sichtweise, wird vor allem auch verantwortlich im Fußball freuen, wenn deutsche Topsportler aus kleineren Sportarten das so sehen. Sehen das alle bei euch so? Oder gibt es auch welche, die sagen, ey, guck dir mal die Halbgehangenen an, die können gerade mal gegen Ball treten und kriegen Millionen und wir müssen uns den Hintern aufreißen? Gibt das? Ich muss keine Namen nennen. Nee, mach ich nicht. Natürlich gibt es, die Meinung gibt es bei uns richtigen Sportlern, dass das Fußballer sind. Schöne Grüße in die Fußball-Bundesliga an dieser Stelle. Es gibt halt Sportler und es gibt halt Fußballer. Und wir sind halt Sportler. Oh, jetzt. Das gibt eine Headline. Nein, das ist unfair. Das ist natürlich auch nicht so. Es ist was anderes. Es ist halt was ganz anderes. Genau. So ein bisschen habe ich da auch vielleicht dich gelockt. Das wollte ich gar nicht. Du machst extrem viel anderen Sport noch. Bist so größenwahnsinnig und wolltest mich zum Beachvolleyball rausfordern. Wobei ich glaube, wenn ich schon ein Sauerstoffzelt brauche, dann macht der. Ich habe einen Ball hier, wir können ja mal kurz ein paar. Ja, ich glaube tatsächlich, du hast ja auch sehr gute körperliche Voraussetzungen dafür. Beachvolleyball, Crossfit, Bouldern, ist ja mein Ding wegen Ninja Warrior. Mhm. Kampfsport. Kriegst du die Nase nicht voll? Oder ist es, weil du sagst, ich will meinen Körper komplett so. Warum bin ich denn hier eigentlich? Was habe ich denn hier gemacht? Ey! Ja, Kanu-Rennsport ist gefährlich. Guck euch das bitte an, das ist Kanusport! Das habe ich gar nicht gemerkt. Ja, das ist krank. Das ist krass, dieser Sport. Das gibt eine Klage. Wahnsinn. Also Sport ist, krass formuliert, Sport ist dein Leben. Ja, also ich habe da so eine recht eigene Ansicht, weil viele Leistungssportler, ich möchte auch keine Namen nennen, sind sehr grobmotorisch veranlagt. Viele Leistungssportler sind sehr grobmotorisch veranlagt. Also vielleicht etwas eindimensionaler. Ja. Und wenn ich halt, Ich weiß, was er meint. Ich versuche es zu erklären. Ja. Ich kenne halt, wenn man in der Öffentlichkeit steht oder in der allgemeinen Gesellschaft und sagt, man ist Leistungssportler, dann denken die immer, boah, krasser Körper, muss alles können quasi. Ist ja nicht so. Mhm. Wir können halt ganz schnell von A nach B paddeln. Das ist halt, wie du schon sagtest vorhin, es ist sehr speziell. Und ich habe halt so meine Vision im Kopf, ich möchte ein rundum guter Athlet sein. Mhm. Ich möchte nicht einfach nur ganz schnell von A nach B paddeln können. Ich möchte die Optik eines Athleten haben, ich möchte die konditionellen Fähigkeiten, die koordinativen Fähigkeiten eines Athleten haben. Mhm. Und ich merke das mittlerweile, es ist so, wenn ich auf dem Beachvolleyballfeld bin, sagen sie, boah, musst du überhaupt atmen? Mhm. Wenn ich dann zum Klettern gehe, ich krabbel da die Wände hoch, wie lernst du das? Ich höre das so oft, dass viele sagen, das ist unglaublich, wie schnell du diese Sportart lernst. Und das finde ich toll. Das fasziniert mich so am Sport, dass ich da so ein sportliches Talent habe. Und das will ich halt wirklich auch in jeder Phase ausleben. Ich finde das ja auch gut. Ich muss das nur den Leuten da draußen erklären, sonst sagen die, der Typ ist ja, der sind doch alle arroganter Fatzke, ist er eben nicht. Und er hat übrigens, und das darf ich jetzt an dieser Stelle sagen, er hat gar nicht Unrecht. Es gibt ganz viele Spezialisten in Individualsportarten, sei es Rudern, sei es Kanu-Rennsport, sei es vielleicht auch Schwimmen, Skifahrer teilweise, wirf den Ball zu und sag Bagger, nimm den Ball zurück und sag Pritsch, die Dinger landen da hinten im See. Oder die auf landen. Der Nase. Ja, das ist tatsächlich so. Und das ist das, in welche Richtung es geht. Mhm. Wenn du nicht Kanu-Rennsportler geworden wärst, in welcher Sportart glaubst du, hättest du vergleichbare Erfolge schwierig, weil Europameister, Weltmeister. Mhm. Aber was glaubst du, wo wäre das Talent noch am größten gewesen? Von jetzigem Wissensstand? Mhm. Beim CrossFit. Ja. Das heißt, CrossFit, Fitness, sind das diese Burpees und was man da alles machen Gewichtheben, muss? Mit Gewichtheben, Seilklettern, an eine Stange, diese ganzen Sachen machen. Mhm.
Weißt du, was wir jetzt mal machen? Ich muss dir das einfach anbieten. Jetzt gucken wir mal, wie Tokio läuft. Ich hoffe mal, dass es Ninja Warrior Germany noch lange, lange Zeit geben wird. Du kriegst von mir eine Wildcard. Ich würde das tatsächlich gerne mal sehen, weil ich glaube, dass du trotz der Körpermasse, die du hast, die Chance hast, da was zu reißen. Dann kommst du einfach mal und machst da mal mit, weil das würde mich tatsächlich interessieren. Und nicht, um dich da irgendwie hops zu nehmen. Es ist schwieriger, als du glaubst? Nee, also ich nehme solche Sachen selten. Oder ich unterschätze Sachen selten. Mhm. Ich denke auch viel auch über Sport nach. Das ist auch wieder so ein geiler Aspekt am Sport. Nicht einfach nur machen, 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 sondern man kann auch überlegen, was man da macht, wie man das macht. Und das ist halt auch... Ich finde, ich würde das auch gut finden, mir den Parcours anzugucken und zu gucken, da wird's hart, da wird's hart. Mhm. Ich finde das beim CrossFit zum Beispiel immer so krass, wenn ich ein Workout kriege. Man weiß ja nie, was bei Wettkämpfen für Workouts dran sind. Ich kriege das Workout und sage, okay, ich kann die Übungszahl, die Wiederholung schaffe ich. Das auch easy, das auch easy. Aber alles zusammen in der Summation, das killt. Mhm. Und das ist wahrscheinlich da genau das Gleiche. Alle Übungen im Einzelnen, kein Problem. Richtig. Aber alles zusammen, das ist... Ja, so. Das geht an die Kraft, Ausdauer am Ende. Ja. Ja, was möchte ich noch wissen? Ja, ich möchte, ohne zu sehr ins Private zu gehen, aber man hat ja auch eine Freundin und man möchte ja auch ein bisschen Zeit miteinander verbringen. Wie bitteschön geht das, wenn man trainiert, 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 trainiert und dann in der Freizeit noch Sport, 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 Sport? Wie kriegt man das hin? Das ist eine Sache vom Time-Management. Ich bin ja auch so ein, ich bin wirklich so ein Verfechter vom Time-Management. Auch wenn mir jemand sagt, ich habe keine Zeit zum Sport zu gehen. Mhm. Jeder Mensch hat am Tag eine Stunde Zeit, wenn er es wirklich wollen würde. Und genauso ist es auch in meinem Privatleben, in meiner Freizeit. Meine Partnerin, die ist auch sehr viel unterwegs, sehr beschäftigt in ihrem Berufsleben, was ich auch sehr gut finde, weil ich halt der Meinung bin, dass man soll zwar gemeinsam sein, aber jeder braucht trotzdem seinen eigenen. Mhm. Man soll nicht abhängig voneinander sein. Und das finden wir halt auch gut. Sie unterstützt mich in meinem Bereich so unglaublich toll, dass mir das wirklich einen Push gibt, den ich gar nicht erklären kann. Ich versuche ihr, so viel es geht, irgendwie abzunehmen und sie zu helfen. Und ich denke mal, dass dieses Team, was ich mit Peter habe, das ist fast das Gleiche. Mhm. Wenn man jemanden an seiner Seite hat, wo man ein Team ist, wo eins ins andere greift, dann ist egal, ob man sich mal eine Woche, zwei Wochen, drei Wochen nicht sieht. Wenn man da eine Lösung finden will, dann findet man auch eine. Es ist übrigens tatsächlich so, wenn man über die Ziellinie fährt und hat Platz 1, dieser Kontakt zum Partner ist schon dann tatsächlich wichtig. Ne? Das ist schon so... Dieser Moment ist... Das ist ein unglaublich schöner Moment. Also das kann man so in Worte nicht fassen. Man teilt halt etwas mit jemandem, der das eigentlich gar nicht mitmacht, aber er macht es ja trotzdem mit, weil er da ist. Er fiebert mit und das ist unglaublich schön. Ja, dann war es das an dieser Stelle schon. Hast du noch irgendwas, was du unbedingt loswerden möchtest? Die Frage stelle ich an dieser Stelle auch immer. Nein, also ich muss ganz ehrlich sagen, ich war überrascht, wie das jetzt alles so funktioniert hat und wie das so passiert. Ich habe ja auch gar keine Ahnung gehabt, was jetzt wirklich passiert. Und ich denke mal, das trifft die breite Masse. Man denkt, Frank Buschmann, der FIFA-Kommentator. Okay. Das ist das größte Kompliment, was ich je bekommen habe. Ich bin hochdekorierter und prämierter Sportjournalist. Ja? Ich bin eine TV-Ikone. Und was erzählst du? Der FIFA-Kommentator. Sagen die meisten jungen Menschen. Das ist der Typ von FIFA. Nein, und ich finde das halt wirklich interessant, mal solche Menschen auch kennenzulernen, die auch eine ganz andere Ansicht haben, die auch ganz anderen Beruf des Jobs haben, aber trotzdem, mit dem man sich so gut austauschen kann. Und das würde ich einfach nochmal so loslassen, rauslassen. Das freut mich sehr. Geld überweise ich dann später. Okay. Das war's. Jules, danke dir und toi, toi, toi in Richtung Tokio 2020. Dankeschön. Ja? Ich fahre dann ab 2021 mit dir. Sehr gut. Muss auch noch ein bisschen hier machen.